Hallo und willkommen bei Subnautica. Wir sind hier an unserer Basis und es ist wieder einiges geworden. Ich habe zum Beispiel hier neben dem Einausgang das Medikit oder den Medikit-Behälter gebaut. Und dann habe ich noch das Kommunikationsrelais in meine Basis gebaut und gleich einen Funkspruch bekommen. Hatte ich bisher noch nicht drauf reagiert. Und da würde ich doch mal sagen, das werden wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. Rettungskapsel 4. Keine Lebenszeichen. Weitere Nachforschungen empfohlen. Jo. Ach, und hier. Einen kleinen Stuhl gebaut. Können wir mal schön hier aus dem Fenster schauen. Aussicht genießen. Gut, das wollen wir aber jetzt nicht so vertiefen. Nahrung, Wasser sieht okay aus, Leben okay. Zwei Pressluftflaschen haben wir mit. Seekleider 70%. Messer war auch neu gebaut, das heißt, wir könnten eigentlich los. So, schnappen wir uns den Seekleider. Ach ja, und ich hatte ja auch die alten Batterien immer weggeworfen. Das sollte ich aber nicht tun. Die habe ich mir jetzt wieder reingeholt und erstmal in den Schrank gelagert. Und da müssen wir mal schauen, wie wir dann die später wieder verwerten bzw. aufladen können. Ah, es ruckelt wieder. Muss wieder einiges geladen werden. Moment. Hier war ich da noch gar nicht. Oder? Oh, der war ich hier schon. Nee, Seekleiderfragment. Okay, was war das hier? Ich glaube, die hatte ich schon fertig. Ah, habe ich jetzt fertig? Ne, habe ich noch nicht fertig. Seekleider, ich mach's mal weg, dass ich weiß, dass ich dann hier schon war. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht, dass es jetzt Nacht ist. Ich sag mal, die Lampe, die bringt zwar was, aber jetzt mit dem Scanner harmoniert die jetzt nicht wirklich zusammen. Ja, würde ich sagen, jetzt haben wir hier alles erscannt, durchsucht. Geht's weiter? Ja, Rohstoffe lasse ich mal liegen hier. Ich versuche es mir zu merken, aber das ist immer so eine Sache bei mir. Kann ich mir nicht wirklich alles merken? So, Schrott. Oh, ja, müssen wir auch noch. Aber es wird wieder Tag. Das heißt, wir sehen wieder was. Oh. Eieiei. Gut, dass ich zwei Medipacks mitgenommen habe. Vielleicht mal eins verwerten. Aber das sieht jetzt wirklich direkt auf mich zuschwimmen. Kreaturenei. Und noch ein Kreaturenei. Moment, ich brauche mal ein bisschen höher.
dass ich mich hier mal orientiere. Da war nix. Hier, Seemottenfragment. Seemotte habe ich schon fertig. Okay. Kaffeeautomat. Das ist doch mal was Genaues. Habe ich schon gesehen, dass sowas gibt, aber dass der so einfach mal hier rumliegt. So, hier haben wir wieder was drin. Ach, wieder so ein Seekleiderfragment. Warum wird es jetzt dunkel? Na, ich hoffe mal, dass ich jetzt das ganze Wichtige eingesammelt habe. Das hier ein Regal? Nein, ist nichts, einfach nur Müll. Ja, Quarz. Mensch, in die Richtung muss ich unbedingt nochmal Materialien sammeln. So, nochmal von der Seite ran. Nee. Weiter geht's. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben, dass wir hier auch im Hellen die Kapsel erkunden können. Ach, hier liegt das nächste rum. Ach was, hier war ich schon drin. Ja, okay. War ich hier schon mal? Schubkanone. Ist bereits auch fertig. So. Hier liegt das nächste, aber hier ist so ein zwei Haie unterwegs. Ich sag mal, das lasse ich mal. Das sieht schon wieder aus wie die Schubkanone. Wir wollen ja auch mal ins Ziel kommen. Ist auch Schubkanone, oder? Naja. So, was sind das hier? Megapilze? Oder Korallen? Sind wir jetzt hier an der Absturzstelle oder wie ist das zu verstehen?
Ja, und nu? Hier können wir nichts machen. Ist jetzt ein bisschen... Ach hier, alles klar, habe ich gar nicht gesehen. Sehen, können wir das reparieren? So, wo ist denn hier mein Reparaturwerkzeug? Nee. Lässt sich nicht reparieren. Versuch was wert. Ja. Alles versucht anzuklicken. Ach, hier liegt noch ein Pad. Mehr. Livepod. Ach, das liegt ja also auf dem Boden rum. Medikit. Ja, denk mal, jetzt haben wir alles. Damit wäre das ja hier erledigt. Weiß nicht, ob wir uns das jetzt hier anschauen mit den Haien hier. Energiezelle. Ich bin jetzt erschrocken. Muss das sein? So, warte mal, in dem waren wir jetzt. Wo ist denn jetzt das zweite Wrack hin? Ich sag mal, ach, dort. Ja, hier gibt es nichts. Oder nichts, was ich jetzt auf Anhieb entdecke. Moment, da war da was. Oxygen. Nein, Inventar voll. Ja, schade. Inventar voll. Und wir haben noch so viel zum Entdecken hier. Wow. Ach. Und das Medikit hier drin. Das kann ich doch gut gebrauchen. Ja, okay. Würde ich mal sagen. Düsen wir zurück. Wird jetzt vielleicht ein bisschen kurze Folge werden, weil wir können jetzt wirklich nichts machen. Ich möchte aber auch nichts wegwerfen. Wir haben hier einen Kaffeeautomat erscannt.
Ja, Laborzubehör. Müssen wir mal schauen, was das alles ist. So, hier ist unsere Basis, würde ich sagen. Düsen wir mal zurück und schauen uns dann mal das Datenlog an. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, gibt es ja auch noch weitere Funksprüche. Ich hatte die mit Absicht bloß noch nicht aktiviert, da ich erstmal mein Inventar oder meine Ausrüstung vervollständigen wollte und erst dann so ein bisschen auf Erkundung gehen. Aber hier war ich schon. Das kommt mir sehr bekannt vor. Müssen wir auch mal schauen, weil die Schubdüsen, die sind ja eigentlich fertig und die Seemotte war doch. Ach nee, da hat er gesagt. Da hat er, glaube ich, gesagt, da fehlt noch was. Welcome aboard, Captain. Jo, da schauen wir doch gleich mal nach hier. So, Scannerraum, doch Seemotte muss fertig sein. Wirbeltorpedo. Ah, wir haben jetzt momentan so viel hier. Weiß ich wirklich gar nicht mal, wann ich das alles erscannt hatte. Also Schubkanone Hammer. Ja, was bauen wir als nächstes? Ich denke mal, die Seemotte wird es werden. Rumpfverstärkung für Seemotten. Ja, wir brauchen eine Seemotte und da können wir auch hier dann diese Torpedos einbauen, Rumpfverstärkung. Ja, Vorratsmodul. Druckkompensator. Jo, Kaffeeautomat. Zwei. Ach, wieder die falsche Taste. Zwei Titan benötigt der. Würde ich mal sagen. Kaffeeautomat. Den hängen wir doch mal hierher. So schön im Durchgang. Da haben sie wohl einen Becher vergessen. Ja, okay, kostet der jetzt was oder wie ist das? Verstehe ich nicht so wirklich. Zieht keine Energie ab. Ah, vier Wasser, das ist ja eine kleine Spielerei. So. Hauen wir uns noch einen rein. Okay, sortieren wir mal eben unser ganzes Loot aus. So. Quatsch. Energiezelle. Tue ich mal hier bei Batterie mit rein.
Was haben wir noch? Medikit behalte ich. Kreaturen ein. Die kommen hier in den Glasschrank. Okay, Kupfer. Ja, ich hatte jetzt angefangen, schon hier in dem Durchgang noch einen Spind einzubauen. Da tue ich dann so was Übriges, was jetzt keinen Platz mehr hat, rein. Schön. Ja, kann man auch mal rausgucken, was draußen so los ist. Ich weiß auch nicht, wie oft man hier dran schlagen kann. Ich glaube viermal. Dann ist die Pflanze weg. Ich mache immer so bloß so maximal zweimal. Hier Kartoffeln. Ob die bringen mehr Nahrung, genau. So, na gut, pfeifen wir uns noch so Wasser rein. So, sehr schön. Ja, ach, das Datenlog. Das wollten wir uns noch anschauen. Nachforschung wird empfohlen, haben wir gemacht. Ah, okay, das sind bloß jetzt hier Sprachaufzeichnungen einer Unterhaltung. Das bringt uns ja nicht wirklich weiter. Obwohl Geheimnis. Ja, muss ich mir mal genau durchlesen. Ist ja auch die Aufzeichnung 2. Da fehlt noch der Anfang. Aber ich würde mal sagen, wir werden die Folge mal wieder beenden. Und denkt mal, dann in der nächsten Folge werden wir weiter erkunden. Wir hatten vielleicht schon mal die Seemotte bauen. Mal sehen. Vielleicht farme ich noch ein bisschen was zusammen. Und würde mich freuen, dann euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.